Then the kid hears a voice calling from etwas down the hall. Grobes. Are you all right? It says. Yes, I am all right. All righty, mighty. Ich weiß nicht mehr, wo das herkommt. Was ist, wenn ich das jetzt? It's him. Oh. I've come to warn you, he says. Er ist gekommen, um mich zu warnen. Ich bin zu dem gelaufen, du Idiot. Ah, zerbrochenes Monument. Frage so, warum er die Bastion verlassen hat. Was ist denn dort hinten zwischen dir und Rooks vorgefallen? Dort hinten. Mhm. The Bastion is under siege. Mehr kriege ich nicht als Antwort, oder was? Kid hears him, but he ain't about to be deterred. If that's the way it is, he says, then I won't stop you. Okay. Because my countrymen will. Ich mag den nicht. Der ist mir unsympathisch. Say what you will about Zulf, but he's a man of his word. Das ist nicht die Bastion. Die haben jetzt nicht schon wieder alles kaputt gemacht, oder? His countrymen don't much care for pleasantries, though. Too bad for that. Die Gnade. Zulf showed him the way here, and here they came to take revenge. Ich mache es kaputt. They got inside the bastion and shut the door. Kids gotta go in through the back. Okay, Tür zugemacht. Warum ist das jetzt hier alles so hübsch? Das Land. Ach so, weil wir die 13.000 Dinger. I should have told him sooner about all this. See, the bastion's no mere safe haven. Big surprise, right? Kriegen wir gleich noch eine dicke Belohnung, so wie das aussieht. Oh! Eine Hafengitarre. To make matters worse, seems the Ura took the girl. Ein Andenken. Sie als Musikinstrument. Sie ist auf der Bastion. Das heißt, vielleicht kann der, die das uns gleich ein bisschen was vorspielen. Sie hat es immer und überall bei sich getragen. Sie hätte es niemals freiwillig zurückgelassen, es sei denn, sie hatte keine andere Wahl. Ich darf keine Äpfel haben. Oder whatever this is. Unfortunately, they broke in. And they started digging their holes. Something wrong sprung out. Oh, it's eaten away in this place. We tried to stop it, but we needed help. Our baby Pegasus, he don't make it. Also es ist cool, dass uns jetzt halt die Viecher helfen. Die wir geholt haben. Aber die haben jetzt nicht wieder alles kaputt gemacht. Somehow, some way, he sends those Ura packing. Problem is, it didn't matter. Zulf's plan worked. Es war doch gar nicht Zulfs Plan.
Er hat nur gesagt, dass... We find each other as the dust settles. Then I tell him why the Ura came. To get us back. For the calamity. It was Ceylandia's master plan. To wipe the Ura out. But part of that plan backfired, didn't it? If only Zulf knew the whole story. Okay. Aber ich kann das jetzt hier noch alles benutzen, oder? Ja, sieht so aus. Das ist gut. Was ist hier mit dem Häuschen eigentlich? Ich kann immer noch nicht rein. So, erzähl mal. Wo ist sie? Hast du gesehen, was mit ihr passiert ist? What were we to think? They must have got her. Taken her back to her rightful home. Setzen wir mal das Monument ein. Oh. The shards can put this disease in remission, but there's only one cure. We need to finish what we started. Okay. Ja gut, aber dann können wir jetzt hier. Boah, da kriegen wir ja noch mehr Cash gleich. Wahrer Schrein. Zugang zu neuen Götzen, die Abbilder der zugänglichsten Gottheiten sind. Seems the gods recommended this place to all their friends. Oh, guck mal. Dann können wir den nämlich ausschalten. Mikia. Nicht scrollen, ich muss das doch lesen. Göttin des Verlustes und der Sehnsucht. Feinde erholen sich von einer Verletzung. Die einsame Mutter versenkt ihr Herz und trägt an seiner Stadt die Sterne von Ceylandia in sich. Was? Egal. Garmut, Gott der Absicht und der Torheit. Feinde lenken Angriffe willkürlich ab. Trotz seines eingeschränkten Urteilsvermögen berät der gelähmte Herzog die Bescheidenheit, Bescheidenen und Weisen. Now all we need is one last shot. Noch ein Splitter? Ja gut, dann spiele ich jetzt so ein bisschen. Boah! Okay. The country. She's all the pieces now. Besiege die verdammte Anzahl. But still looking good. The Mercy. The Windbags ain't the only beast that drew a bad lot. The Slingers. The Wilds were their calling. The Brushers. They moved in shadows. But the Calamity found them. The Sanctuary. If we can build, we can rebuild. So, was haben wir hier? Wer weiß, wo mindestens... Ich hab doch einen Götzen aktiviert. Hi. Siege drei Feinde mit einem einzigen gut gezielten Intensivschuss. Lande einen einzelnen vernichtenden Schlag, der bei einem Feind mindestens 70 Schaden verursacht. Gut, dann nehme ich jetzt die Blechmuskete und den Hammer. Das rüste ich jetzt direkt aus, weil dann verpeile ich das nicht. Die Blechmuskete und den Hammer. Kids ready to get real personal with hammer and musket in hand. So etwas Schweres, dann tun wir hier noch ein bisschen aufleveln. Angriffe ignorieren Panzer. Eine gemusterte Hammeroberfläche, die selbst härteste Panzerung durchschlägt. Überkopfangriffe können betäuben. Zum Überkopfschwund ohne Bewegung angreifen. Eine gewölbte kleine Hammeroberfläche, die eine lähmende Wirkung erzielen kann. Mach mal das hier. He put some finishing touches on the business end. Zellgravur. Plus 75% Schaden. Boah.
Ein eingraviertes traditionelles zelondisches Volkslied, das den Arbeitern an den wogenden Wänden zur Motivation diente. Uragravur, plus 25% kritische Trefferchance, plus 150% kritische Trefferchance. Nee, Schaden. Effekt mit Kampfkopf und Handwerkskraft. Nee, Handwerkerschaft. Oh mein Gott, kombinierbar. Ein eingraviert altes Ura-Sprichwort, das oft bei Meinungsverschiedenheiten zitiert wird. Immer das hier. Now the weight of the world behind us every swing. So. Was denn jetzt? Also heißt das nur, dass ich hier alles hab, oder was? Oder was? So, dann haben wir jetzt die Blechmuskete noch. Zwei Schüsse auf einmal abgeben. Die Sheriffs entdeckten einen Weg, um die Feuerkraft ihrer Muskete zu verdoppeln. Ura-Feuerstein, Schüsse lähmen Feinde. Die Ura-Kanoniere entwickelten ihre Waffen eigens zurück, um ihre Ziele außer Gefecht zu setzen. The Marshals would have been downright jealous. So. Ups. Hier können wir auch noch was machen. Den Bringerbogen machen wir auch noch Level, weil den müssen wir auch noch machen. Plus 50% Schaden. Stabile, sorgfältige, gefertigte Pfeile nach der Tradition der zelonischen Bringer. Pfeile verursachen Schaden über Zeit. Effekt mit Schleimbeutel, Pfeilspitzen kombinierbar. Nehmen wir das hier. Heroes like that can practically find their own way. Können wir jetzt noch irgendwas machen? Mit dem bisschen Geld, was wir noch haben? Ja, die sind schon fast alle auf dem stärksten Level. Ah, hier können wir noch was. Verstärkte Kammer, plus 10% kritische Trefferchance. Modernste Feuerkammer, die Schüsse mit verheerender Kraft abgeben kann. Abgedämmter Kammer, plus 35% schnelleres Nachladen. Eine experimentelle Feuerkammer zur Ableitung überflüssiger Hitze und zur Reduzierung der Schusspausen. It's no longer a weapon, it's a precision instrument. So, eine Waffe fehlt uns noch. So wie das aussieht. Gut, dann nächstes Level. The Ura swooped down from the east. At least now we know the way. Was ist denn, wenn ich zur Ausgangsbasis gehe? Was war hier? Prosper Bluff. Fine view up there. The city to the west and to the east. The wild unknown. Habe ich das vergessen anzuklicken? Sieht so aus. The Bastion. Ceylandia's safe haven. Once the highest point in the city. Too bad it wasn't finished before the calamity struck. Was ist, wenn ich jetzt hier auf fliegen gehe? Okay. Fand ich nur komisch, dass auf einmal der Zeiger da drauf war. Obwohl wir eigentlich hier unten irgendwo sind. Was? Urzendrator! Splitter geortet. Auch Sulfs Agenten sind bestimmt hinter dem letzten Splitter her, weil sie damit den von ihnen angerichteten Schaden wieder gut machen können. Urzendra Gate used to lead down to the terminals. Now it leads up to the stars. Ab geht's. One last shard. It's all we need to put this mess behind us. And mother, what a mess it is. Was für ein Chaos. Nice. Mess like that could have only been made by hand. Tag 1. Morgen. Oh, die Musik. Oh, ich bin runtergefallen. Zulf said the calamity failed. And he's right. The Ura stand is living proof of that. Mr. Turtle irritiert mich. Komme ich da irgendwas Spezielles für, wenn ich auf diese Kisten mit dem Bogen schieße? The problem is, I don't have a bogen right now. At the heart of the calamity was a simple idea.